Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des VfL Osnabrück am morgigen Samstag beim SV Meppen. Hier oben neben mir begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Scherning und Ulrich Taffertshofer. Uli, erste Frage an dich. Jetzt gab es die unfreiwillige Pause in der letzten Woche. Ist die Vorfreude auf das Spiel morgen entsprechend umso größer? Ja, auf jeden Fall. Also es war sehr schade, dass wir letztes Wochenende nicht spielen konnten gegen Braunschweig. Hätten wir schon gern hier zu Hause gespielt. Ja, hatten wir jetzt ein bisschen eine längere Vorbereitungszeit auf Meppen. Und wir freuen uns sehr aufs Spiel. Für die Osnabrücker ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Müssen ist immer schlecht, aber es muss gewonnen werden, glaube ich, für die Stadt, für die Fans, für uns als Team auch. Ja, ich freue mich auf zwei alte Gesichter mit Blacho und Max Dombrovka, mit beiden Aufstieg gefeiert. Gute Zeit gehabt. Von dem her wird es ein schönes Spiel morgen. Daniel, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ob es ein Spiel ist, wo es nur um 3 Punkte geht oder um mehr. Aber jetzt nach den Ausführungen von Uli kommt es eigentlich nicht drum rum. Schließe ich mich an. Es geht für die Tabelle geht es um 3 Punkte, für das Umfeld und natürlich auch den Verein geht es natürlich um wesentlich mehr. Wir wollen das zweite Derby in dieser Saison in der dritten Liga gewinnen gegen Meppen und ja, dementsprechend freuen wir uns auch einfach auf ein tolles Spiel von einer tollen Kulisse mit 1000, glaube ich, Osnabrückern im Rücken. Und ja, einfach viel Vorfreude auf morgen, die, glaube ich, bei uns allen einfach da ist. Wie ist denn dein Blick aufs Spiel, insbesondere auch auf den Gegner? Ja, es ist natürlich schon eine spezielle Atmosphäre, ein sehr enges Stadion. Jeder, der da in Meppen schon mal gespielt hat, der weiß, was dort für eine Atmosphäre dann entsteht. 10.000 sind da zugelassen. Die werden, denke ich, auch kommen. Wir fahren mit 1.000 eigenen Fans hin. Das heißt, wir haben eine riesen Unterstützung. Es ist ein Derby. Wie gesagt, ein sehr enges Stadion, wo auch viel Einfluss auf das genommen wird, was auf dem Platz stattfindet. Wo auch immer wieder Einfluss versucht wird, auf den Schiedsrichter zu nehmen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern es ist dann oft in so engen Stadien einfach der Fall. Da wird es, glaube ich, auch darauf ankommen, dass wir dort auf dieser Position beim Schiedsrichter gespannt auch viel Souveränität einfach in so einem Spiel drin haben. Und ja, wir erwarten eine Mannschaft, die ähnlich wie Braunschweig letzte Woche, ich habe das ja auch in der Pressekonferenz vor dem Braunschweig-Spiel schon gesagt, auch wieder über eine sehr erfahrene Achse verfügt. Wenn man sieht, Domaschke 36, Puttkammer 33, Blacher 31, Tankulic 30, Sukuta Pasu 31, also Spieler, die ja ähnlich wie bei uns auf den gleichen Positionen auch viel Erfahrung mitbringen, eine gewisse Stressresistenz auch haben, die uns morgen auch abverlangt wird, die wir brauchen, um dort zu bestehen. Und eine Mannschaft, die sehr der mannorientiert verteidigt, kompromisslos verteidigt. Das heißt, es wird viele 1-gegen-1-Momente geben auf dem Platz, mit der Option, dort aber Überzahl zu schaffen. Und die brauchen wir auch gegen und mit dem Ball. Sehr mit Tankulic einen zentralen Spieler, der ihr Spiel lenkt, der sehr, sehr wichtig für sie ist in eigentlich jeder ihrer Spielphasen. Und ja, arbeiten mit vielen Flanken, gerade über die rechte Seite, wo sie dann ihre Zielspieler im Zentrum suchen. Einige lange Bälle, die sie immer wieder mit einstreuen und das Spiel auf dem zweiten Ball wird da auch entscheidend sein. Auf das alles sind wir vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen einfach eine brutal gute Einstellung erstmal mitbringen, müssen auf dem Platz in der Lage sein, zu marschieren, zu arbeiten, jeden Zweikampf zu suchen, Zweikämpfe gewinnen zu wollen und ja, einfach eine Top-Teamleistung auf den Platz zu kriegen. Darauf wird es, glaube ich, ankommen, dass wir viel Kompaktheit haben in allen Spielphasen, dass wir viel Gemeinschaft auf dem Platz haben und dann, wie gesagt, auch stressresistent in Situationen sind, in denen wir sein müssen. Und dann über unsere Stärken kommen. Und das erwarte ich von der Mannschaft auch, dass sie dann in, gerade in Umschaltmomenten einfach viel von dem, was uns ausmacht, in dieser Saison auf den Platz bekommt, weil das ist auch klar, wir sind immer ein unangenehmer Gegner und gerade auch auswärts mit unseren Fans im Rücken. Wie gesagt, fahren wir dahin, um das Spiel zu gewinnen. Dann, bevor wir in die Fragerunde einsteigen, Daniel, der obligatorische Blick aufs Personal. Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Ja, es stand jetzt so, dass heute alle trainieren werden. Sven Köhler hat gestern ein bisschen Probleme gehabt, einen Schlag um Fuß gekriegt. Da ist aber dann auch so geplant, dass er heute normal trainieren wird und dementsprechend haben wir alle Mann weiterhin an Bord. Soweit die Ausgangslage und dann würde ich
in die Fragerunde starten wollen. Wer macht den Anfang? Dann haben wir als erstes Harald Pistorius, bitte. Hallo, guten Tag in die Runde. Ich wüsste gerne die beiden Protagonisten, von den beiden Protagonisten aus auf dem Podium, was für sie Derby-Gefühle weckt. Daniel, das ist bei dir als Ostwestfale, liegt das auf der Hand, aber kannst du so ein bisschen Derby, zum Derby was sagen? Was löst das in einem Fußballer, in einem Trainer aus? Ist das wirklich ein Effekt? Ja, wie hast du Derbys bisher erlebt? Dasselbe natürlich auch bitte an deinen Nachbarn. Ja, wir haben das ja auch in der Hinserie jetzt schon zweimal gehabt. Einmal das Pokalspiel und dann das Hinspiel in der dritten Liga. Und du hast, glaube ich, vor beiden Spielen und auch jetzt in dieser Woche gemerkt, dass es einfach für alle etwas Besonderes ist, dass es für uns als Team was Besonderes ist, weil wir natürlich auch wissen, wie wichtig dieses Spiel für das Umfeld, für den Verein, für die Fans ist. Und da merkst du schon, dass es natürlich auch vielleicht mal einen Tag eher schon anfängt zu knistern, dass man auch im Training ja gemerkt hat, dass viel Feuer drin war, dass viel Engagement, was wir eigentlich auch immer haben, aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen mehr Engagement auch drin war in dem einen oder anderen Moment im Training. Und das spürst du und wir freuen uns alle wirklich riesig auf das Spiel morgen, weil es einfach auch natürlich, dadurch, dass es ein Derby ist, eine spezielle Kulisse wird, eine besondere Atmosphäre sein wird. Wir werden es merken, wenn wir in Richtung Stadion fahren. Wir werden es im Stadion merken, wenn wir zum Warmmachen auf den Platz gehen. Da wird uns ein Großteil der Zuschauer beleidigen, beschimpfen, uns auspfeifen. Aber dann werden auch 1000 da sein, die sich freuen, dass wir auf den Platz kommen und die eine enorme Energie ausstrahlen werden und mit denen im Rücken wir ja, ein tolles Spiel abliefern wollen und das Spiel auch gewinnen möchten. Uli, wie sieht es bei dir aus in puncto Derby? Ja, also ich glaube, man merkt es schon auch in der Stadt. Also man wird da schon drauf angesprochen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ich glaube, die Fans selbst, die haben wahrscheinlich Arbeitskollegen, wo Meppen-Fans dann dabei sind, VfL-Fans zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns, wie der Trainer schon gesagt hat, dass Zuschauer morgen auch im Stadion sein werden, weil das macht das Besondere dann nochmal aus. Ja, ich glaube, es ist einfach ein brutal wichtiges Spiel und wir haben richtig Bock drauf. Bei wem geht's weiter? Schon so viel gesagt, scheint keine Frage zu geben. Ansonsten Harald nochmal, bitte. Und danach Sören Menke. Nochmal zu dem Personal, Daniel. Du hast jetzt diese wunderbare Situation, trotz der eingeschränkten und schwierigen Trainingsbedingungen, dass alle Mann an Bord sind, ist eigentlich selten in dieser Phase. Vielleicht zwei Punkte dazu. Es gibt einige Gelbsperre bedrohte Spieler. Spielt das in irgendeiner Form eine Rolle oder erwartest du, und das wäre ja professionell, dass jeder Spieler das genauso angeht, als ob er drei hätte? Immerhin steht ja das Spiel gegen Kaiserslautern an, eine Woche später. Und das Zweite ist, was das Personal angeht, inwieweit kommst du jetzt gegen Saisonende auch nochmal in die Verlegenheit, dann auch Trainingsleistungen zu belohnen und auch Änderungen vielleicht öfter in der Startelf vorzunehmen, als du es bisher getan hast, um ja doch nochmal ganz neue Impulse zu setzen? Also erstmal die erste Frage, um die zu beantworten, werde ich da, was die Startaufstellung betrifft, keine Rücksicht drauf nehmen. Wir haben natürlich ein paar Spieler, die gefährdet sind, weil sie 4 gelbe Karten haben. Aber das spielt keine Rolle, weil für mich in erster Linie das Spiel morgen zählt, wir das unbedingt gewinnen wollen und ich dort auch die aus unserer Sicht stärkste Formation für diesen Tag dann aufbieten werde. Und was dann innerhalb eines Spiels passiert, wird man dann sehen, ob es hinten raus vielleicht mal eine
einen Wechsel gibt aufgrund dieser Thematik. Das will ich nicht ausschließen. Es wäre natürlich jetzt nicht ganz so gut, wenn dann auf einmal 4 oder 5 danach die Woche gegen Lautern ausfallen würden. Also das muss man dann schon auf dem Schirm haben. Aber was die Startelf betrifft, wird das keine, mache ich mir da keine Gedanken drüber. Bei der zweiten Frage ist es ganz einfach so, dass natürlich ja jeder Spieler auch immer die Möglichkeit hat, sich über gute Trainingsleistungen anzubieten. Das ist aktuell nicht ganz einfach, weil wir natürlich keine optimalen Trainingsbedingungen haben. Auch mit dem Wechsel jetzt in dieser Woche nach Gretisch, denen natürlich unser Dank gilt, weil sie uns den Platz dann auch zur Verfügung stellen, haben wir natürlich keine optimale Vorbereitung gehabt. Und trotz dessen ist es natürlich für die Spieler auch einfach so, dass sie sich anbieten können und dass auch jeder die Chance hat, in den Kader zu kommen und dann auch in Richtung Platz zu kommen. Wir haben noch viele Spiele vor uns, in denen wir jeden Spieler brauchen werden. Es wird jetzt eine entscheidende Phase kommen, erstmal bis zur Länderspielpause mit den nächsten Spielen, wo wir natürlich maximal erfolgreich sein wollen und wir auch verschiedene Möglichkeiten im Kader, das habe ich auch immer wieder betont, haben, um auf spezielle Situationen auch zu reagieren, sowohl was die Startaufstellung betrifft, wie auch dann Wechsel im Spiel. Und da denke ich, werden wir auch, wie gesagt, alle Spieler brauchen. Und mit alle Spieler brauchen ist ja auch klar, dass nicht alle Spieler von Anfang an spielen können. Aber wir haben auch in dieser Saison schon oft genug gesehen, wie wichtig es ist, nehmen wir mal das Beispiel in Dortmund, dann halt auch viel Qualität und Dynamik nochmal von der Bank bringen zu können, um dann so ein Spiel wie in Dortmund dann nochmal zu drehen, auf 2-2 zu kommen. Ne? Und auch das ist innerhalb einer Mannschaft damit gemeint, wenn ich von wir brauchen jeden Spieler spreche. Ja, da wird es immer natürlich verschiedene Aufgaben für die Jungs geben, die von Anfang an spielen, haben dann vielleicht eine etwas andere Aufgabe als die Spieler, die eingewechselt werden. Und trotzdem ist das da die Tür für jeden offen. Und auch das haben wir dieses Jahr, oder haben die Jungs ja dieses Jahr schon gezeigt, dass man sich über gute Leistung dann auch nach Einwechslung dann auch eine Woche oder zwei Wochen später einfach in die Startformation bringen kann. Und die nächste Frage kommt von Sören Menke. Ja, hallo in die Runde. Grüße aus Lingen. Sören Menke, mein Name von MSTV. Herr Scherning, ich hätte eine Frage. Sie haben den Spieler eben schon angesprochen, Luka Tankulic beim SV Meppen, der oft sehr großen Einfluss auf das Spiel hat. Gerade im Schlussspurt vergangenen Jahres eine wahnsinnig gute Phase hatte und auch ein Unterschiedsspieler ist. Das hat auch der Meppener Trainer immer wieder betont. Was verlangen Sie von Ihrer Mannschaft, um die Kreise vom Spieler Tankulic dann morgen so einzugrenzen, dass er eben vielleicht nicht diesen Einfluss auf das Meppener Offensivspiel nehmen kann? Ja, ich habe vorhin von Kompaktheit gesprochen. Also es ist für mich nie eine individuelle Aufgabe, einen Spieler irgendwie auszustalten. Und ich glaube, dass Meppen auch natürlich noch andere Qualitäten hat, außer Luka Tankulic. Aber trotzdem ist es ein zentraler Spieler, den wir gerade in ihrem Ballbesitzspiel bei Zielbällen in Richtung Zentrum, wo er sehr gut auf dem zweiten Ball positioniert ist, dann gut verteidigen müssen. Aber auch, und darauf wird es aus meiner Sicht sehr, sehr stark ankommen, in einem eigenen Ballbesitz schon gut verteidigen müssen. Ne? Weil Meppen sehr gut umschaltet und ihn da jetzt immer wieder als Fixpunkt dann versucht, ins Spiel zu bekommen. Ne? Und das wird letztendlich eine Teamaufgabe sein, dass wir diese Situation einfach unterbinden. Ja? Die kann ich gerade im eigenen Ballbesitz natürlich schon gut durch ein gutes Gegenpressing auch einfach ganz, ganz vorne unterbinden. Ne? Auch wenn so ein Spieler dann vielleicht nicht in meiner unmittelbaren Region ist. Sondern da Druck auf den Ball zu entwickeln, wird entscheidend sein. Und trotzdem, und darum wird es morgen auch gehen, entscheidende Zweikämpfe einfach zu gewinnen. Je näher die an beiden Toren dran sind, desto entscheidender werden diese Zweikämpfe. Und da müssen wir einfach gallig sein, da müssen wir eklig sein und diese Zweikämpfe dann für uns entscheiden. Gibt es weitere Fragen? Und Harald, bitteschön. Danke. Vielleicht noch zwei Einzelpersonalien. Das eine ist Andrew Wooten. Natürlich, wir wissen, dass es dich ein bisschen nervt, wenn wir immer danach fragen, aber er ist nun mal als einer der Top-Verpflichtungen gehandelt worden im Sommer. Du hast ihn jetzt zuletzt nicht mehr eingesetzt. Wie weit ist er? Hat er reagiert auf diese Maßnahme, die man ja so als solche bezeichnen kann? Und hast du ihn kurzfristig vielleicht sogar schon auf dem Zettel? Hat er reagiert?
Und die zweite Frage betrifft die Innenverteidigung. Aufgrund von Verletzungen und Ausfällen ist es ja nicht gelungen, eine Innenverteidigung, die von nahezu komplett durchspielt, zu entwickeln. Der Uli hat es gespielt neben Maurice, Timo mit Maurice, Lukas ist mal reingerückt. Wie wichtig wäre das und wirst du möglicherweise am Samstag in Meppen, du hast ja beim letzten Spiel Moritz Trapp nicht wegen einer Verletzung zumindest rausgenommen und Guga nicht gebracht. Wird das eine Option sein, dass du dort einen Wechsel vollziehst, um auch wieder vielleicht in so eine Stammformation im Zentrum zu kommen? Eine Option ist das definitiv. Wir haben drei sehr, sehr gute, erfahrene Innenverteidiger. Wir haben alle möglichen Konstellationen auch über die Saison schon gespielt und ich glaube, dass auch jede dieser Konstellationen bisher sehr vernünftig funktioniert hat und ich mich immer auf alle drei auch verlassen kann. Und ja, dementsprechend werden wir uns dann für diesen Spieltag dann auch aus unserer Sicht bestmögliche Konstellation entscheiden. Wie die aussieht, will ich jetzt nicht verraten. Ich habe es natürlich schon im Kopf. Aber da sind wir froh, dass wir auch diese Möglichkeiten haben und auch ja, einfach wie gesagt drei verlässliche Spieler in dieser Position. Mit Uli sogar noch, der das auch in den beiden Spielen sehr, 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 sehr gut gemacht hat, einen vierten dazu zu haben. Da denke ich, das wird auch wichtig sein für die Phase, vor der wir jetzt stehen. Zur ersten Frage, glaube ich, hat Andrew ja genauso reagiert wie alle anderen, die zuletzt weniger gespielt haben, beziehungsweise nicht im Kader waren. Ne? Er hat versucht natürlich auch über die Trainingseinheiten ja, sich zu zeigen. Das ist, wie gesagt, aufgrund der Trainingsbedingungen dann aktuell nicht so ganz einfach. Wir hätten auch gerne gespielt, nachdem das Spiel gegen Braunschweig ja kurzfristig abgesagt wurde. Aber das war leider dann auch in dieser Kurzfristigkeit einfach nicht möglich. Dann hätte man sicherlich auch so ein Spiel nochmal gut nutzen können, um gerade Spielern, die zuletzt weniger gespielt haben, auch Praxis zu geben. Das haben wir dann versucht, intern so ein bisschen aufzufangen, durch die Tage, die wir hatten, in Spielform da reinzupacken. Und da, finde ich, hat er das ordentlich gemacht. Und ja, auch da... Reaktion ist immer so ein großes Wort. Einfach, finde ich, versucht, gut zu trainieren. Ja? Und das, wie gesagt, hat nicht nur er so gemacht, sondern letztendlich alle Spieler insgesamt im Kader und dann auch gerade die zuletzt etwas hinten dran waren. Nachfrage dazu, Harald? Ja, dazu nochmal eine Nachfrage. Bei Andrew gibt es dann... Ist das dann auch die Situation, in der ein Spieler zu dir kommt und sagt, Trainer, was ist los, was muss ich anders machen? Oder dass du dir den Spieler holst und sagst, Andrew, so geht's halt nicht, ich erwarte das und das von dir. Hat es solche Gespräche gegeben oder glaubst du, dass sich das dann vor allen Dingen auf dem Trainingsplatz erweisen muss? Ja, beides. Ich finde immer, dass die Spieler natürlich die Zeit auf dem Trainingsplatz erstmal in erster Linie nutzen müssen, um sich zu zeigen. Aber natürlich habe ich mit Andrew auch gesprochen, habe ihm die Situation erklärt, wie ich sie sehe. Das werde ich natürlich jetzt nicht jede Woche tun, aber da hat es ein Gespräch gegeben und da habe ich ihm auch offen und ehrlich meine Gedanken bezüglich meiner Entscheidung mitgeteilt. Dass ein Spieler die dann nicht immer so gut findet, ist ja auch klar. Das erwarte ich auch gar nicht. Letztendlich bin ich auch dazu da, um diese Entscheidung zu treffen und muss sie natürlich auch begründen. Und das habe ich getan. Und wie gesagt, er trainiert gut, er trainiert ordentlich. Aber das machen andere auch. Und dementsprechend wird es für morgen auch wieder eine enge Entscheidung bezüglich des Kaders geben. Ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Ja, Harald, bitte. Ja, danke. Speziell an Uli, aber dann auch im zweiten Teil an Daniel. Es fällt ein bisschen schwer, sich in Videokonferenzen über solche wichtigen Themen wie ein Derby zu unterhalten, wenn man auf dem Zweitschirm dann guckt, was in der Ukraine los ist. Mich würde mal, Uli, interessieren, wie sehr ist sowas bei euch in der Mannschaft ein Thema? Ist das sogar wahrscheinlich wie bei uns allen, dass es da eine gewisse Fassungslosigkeit und Erschrecken gibt? Morgen ist es denkbar, dass es im Stadion
Aktionen gibt, Solidaritätsbekundung oder dergleichen. Ja, vielleicht mal einfach als Mensch, der das genauso verfolgt wie wir, von euch beiden dazu einen Satz, wie euch das beschäftigt und ja, was ihr dazu sagt. Ja, also wir Spieler, wir kriegen das natürlich auch genauso mit wie ihr auch vom TV und in den Nachrichten eben. Da redet man auf jeden Fall in der Kabine mal kurz drüber oder auch ein bisschen länger drüber. Ja, ist natürlich schon ganz, ganz schlimm, was da passiert. Und ja, wenn man das alles verfolgen muss. Aber klar, wenn es dann auf den Platz geht, ist das natürlich kein Thema mehr. Aber dass morgen dann vielleicht irgendwelche Aktionen gestartet werden, was Solidarität betrifft in Richtung Ukraine, ja, da stehen wir natürlich komplett dahinter dann. Ja, also ich meine, wir reden morgen über ein Derby, auf das wir uns, glaube ich, alle freuen. Wir haben davon gesprochen, dass für die Fans ein wichtiges Spiel ist, gar keine Frage. Aber doch finde ich, dass man aktuell wieder merkt, dass es wesentlich wichtigere Dinge gibt als Fußball. Und für mich ist die Entwicklung dort schrecklich und auch sehr bedrohend, muss ich sagen. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder und mein Freund Frau Baerbock hat es irgendwie gestern auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wir sind irgendwie in einer anderen Welt aufgewacht. Und wenn du dann, wie gesagt, Kinder hast, dann fragst du dich schon, in welcher Welt leben wir vielleicht in einem Jahr. Weil man natürlich auch nicht weiß, wie weit der Herr dort in Moskau noch weitergeht, was dann als nächstes kommt. Ja, das sind natürlich, wie gesagt, schreckliche Meldungen, die man mitkriegt, die man dort überall liest und im Fernsehen sieht. Und da ist es auch irgendwie ein bisschen komisch, dann über Fußball zu sprechen, finde ich, weil es da halt einfach um Opfer geht, um Menschenleben geht, um Kinder, die leiden geht, um Leute, die vertrieben werden geht. Und dementsprechend ist das für uns natürlich absolut ein Thema und auch ein schreckliches Thema und eins, was uns dann auch wieder zeigt, wie schön auf der einen Seite der Fußball ist, weil wir das haben und uns darauf freuen können, aber auf der anderen Seite dann auch, glaube ich, wie klein solche Dinge letztendlich dann auch sein können und dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt als das. Ja, noch kurz zur Einordnung, dass morgen vor dem Spiel auch ein entsprechendes Gedenken als Zeichen der Solidarität stattfinden soll. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Das ist nicht der Fall, wie ich sehe. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme der Journalisten. Ich bedanke mich bei euch beiden hier oben fürs Kommen. Natürlich auch bei allen Zuschauern von VfL TV, die uns live im Stream verfolgt haben. Natürlich freuen wir uns auf das Spiel morgen, auf das Derby in Meppen, haben aber natürlich auch die Gesamtsituation politisch im Blick. Vielen Dank und bis dahin eine gute Zeit. Danke Uli, danke Daniel, danke Sebastian. Ciao. Ciao. Ciao.